So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich bin gerade auf dem Weg nach Lage, Card Market Grading, fahre gerade an der Krombacher Brauerei vorbei und dementsprechend nicht gesponsert von Krombacher, by the way. Schade eigentlich. Gucken wir uns mal tatsächlich in Lage auf der einen Seite das Card Market Grading an. Das kommt in einem anderen Video. In diesem Video soll es um den Kelsor Store gehen, der eben dort jetzt eröffnet, zu dem ich eingeladen wurde und wo ich tatsächlich an der Eröffnung teilnehme. Ich hoffe, es sind einige Leute von euch da. Ich habe mega Bock. Ich freue mich mega drauf und gucken wir mal, was uns da erwartet. So Leute, ist alles ein bisschen wackelig, weil ich bin auf dem Weg zum Kelsor Store und muss jetzt gerade noch mit dem Handy filmen, weil ich meine Kamera noch hinten im Rucksack habe. Und ja, dementsprechend gleich für die Qualität besser, keine Sorge. Und wir gucken uns jetzt mal den geilen Kelsor Store an. Ich bin so gehypt, ich habe so richtig Bock und ich glaube, das wird richtig geil. So Leute, wir haben es endlich geschafft, es war schon eine Anfahrt und ja, dementsprechend, wir stehen vor dem Gebäude und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ihr habt schon ein bisschen was von dem Store gesehen.
Der Patrick ist auch hier. Wer ihn nicht kennt, MGG mit Patrick. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht steht auch nicht. Auf dem Shirt sonst. Steht auf dem Shirt sonst. Ja, du bist auch mit eingeladen worden. Ja. Und du warst das erste Mal jetzt hier oder warst du schon mal hier? Es ist ja nun die neue Eröffnung. Ich war noch nie hier. Ich war ja noch nie in dem Gebäude. Genau. Erster Eindruck stark. Ja. Lage ist halt ein Ort, aber ja, hier Kelzer Café ist schon nice. Ja, das Kelzer Café, ich finde das auch mega. Und also ich war, als ich reinkam, erstmal geflasht davon, wie offen das war und wie weit es war und wie viele Glasfenster einfach da waren. Man merkt richtig diesen Café-Charakter. Und die Leute sind eigentlich ganz happy, oder? Sehe ich das falsch? Ja, also Punkt 1, mega krass lichtdurchflutet. Also es ist wirklich auch der erste Eindruck, den ich hatte. Man kommt rein und neben Magic Artworks an den Wänden und so, habe ich aber gar nicht wahrgenommen, weil es einfach hell ist. Moderne Einrichtung, echt nicht typisch für irgendwie Kontext zu Magic-Karten. Ja. und die Leute haben halt mega Bock. Und ja, auch die Inhaberin Katja ist sehr, sehr nett. Ja, absolut. Versuche ich noch vor die Kamera zu kriegen, aber sie will noch nicht so ganz. Vielleicht schaffst du es, weil wir haben schon über Social Media gesprochen. Ja. Ich habe sie echt bestärkt. Okay, dann vielleicht kriegt sie gleich noch. Wir können ja sehen, ob sie gleich noch vor der Kamera kommt oder nicht. Ja, wie gesagt, alles in allem, ich finde den Eindruck super. Die Leute haben mega Bock darauf. Und der Store, wie gesagt, ich finde den Store einfach mega. Also das Café auch so ein bisschen so mit ich habe zu viel Kaffee getrunken. Aber man kann nicht zu viel Kaffee trinken. Aber so halt so mit allem drum und dran. Ich finde es wirklich cool. Also ich finde auch nett, du kannst ein Pokémon-Getränk zu dir nehmen, du kannst Lightning Bolt, Counterspell, Kurznaps trinken. Ich glaube, das war's, ne? Aber ein bisschen Gebäck und genau, andere Getränke. Alles das so drin. Schon, und jedes Glas, das finde ich zum Beispiel geil, hat oben so einen Deckel drauf. Und du kriegst auch keine Flaschen oder Dosen. Du kriegst es immer nur in die Gläser. Nur der Kaffee, den könntest du verschütten. Ja, okay. Aber Kaffee ist auch ganz cool, kann ich empfehlen, ist ganz lecker. Ja, ist wirklich cool. Und das ist wirklich mega. Deswegen, also, ihr hört, Empfehlung, vorbeizukommen. Daumen hoch für das Video. Abonnieren, danke. Nein, Spaß beiseite. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Ihr kriegt noch ein paar andere Impressionen. Und ich guck mal, wen ich sonst noch vor die Kamera kriege. Vielen Dank.
Der Tag geht langsam zu Ende und ich habe mir die Chefin geholt. Und die Chefin wollte mal auch vor die Kamera unbedingt. Yeah. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Das ist wirklich großartig. Also es ist so cool. Die Leute sind da rein und raus am Strömen. Wie kam es zu der Idee? Wer hat dich gezwungen? Gezwungen, ja. Mein Partner, wie immer. Ne? Aber ich hatte immer irgendwie den Traum, ein Café aufzumachen, um irgendwie einen Punkt für Leute zu schaffen, sich zusammenzusetzen. Mm. Weil ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Ja. Und trotzdem irgendwie offen Menschen gegenüber. Und also irgendwie so zwiegespalten. Ja. Und ja, deswegen irgendwie einen Ort schaffen, wo die Leute zusammenkommen, Spaß haben, Spaß kennenlernen, Zeit und genau, Freundschaften entstehen. Und ja, weil zu Hause zu sitzen, alleine, schwierig mit Freundschaften schließen. Ja, das ist alleine zu Hause im Keller mit seinem Singleplayer-Spiel. Genau. Das ist mein Signature, richtig. Ja, also wie gesagt, mega, ihr habt ja schon sehr, sehr viele Bilder gesehen und also die Leute sind alle happy. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Die Leute sind mehr als happy. Ich habe nicht ein negatives Wort. Alle sind einfach happy und glücklich und alles ist so in der lila Märchenlandschaft. Das ist wirklich cool. Also wenn ihr in der Gegend seid, kann ich euch nur empfehlen, hier auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ja, wie hast du den Tag so wahrgenommen? Außer dass du platt bist wahrscheinlich. Noch nicht. Ich werde es sacken lassen. Und wenn ich zu Hause bin, dann werde ich wahrscheinlich runterfahren und denke so, boah, okay, das war cool. Ja. Und es ist gut, dass es vorbei ist für heute. Morgen geht's wieder los. Mhm. Quasi, ne? Und Ja, genau. Also das ist was, wo ich sagen kann, ich merke es auch langsam, wie ich mittlerweile echt ein bisschen am Runterfahren bin, wo ich echt ein bisschen platt bin. Aber es ist wirklich mega. Also ich kann wirklich nur sagen, ich war schon in vielen Stores in Deutschland und das ist wirklich einzigartig. So dieses Café-Feeling und so weiter, das ist so großartig. Du hast auch gesagt, die wollten noch ein bisschen mehr, auch zum Beispiel so Brettspiele so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr von nicht nur Magic und Pokémon und One Piece, Yu-Gi-Oh! Soll nicht nur Kartenspiele und Café, sondern halt auch Brettspiele geben. Genau. Richtig? Genau. Es geht halt wirklich darum, eine Community aufzubauen und Leute hier reinzuholen, um halt wirklich Freundschaften und vielleicht mehr entstehen zu lassen. Ja, es ist mega. Also wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das wird cool. Und dementsprechend unterstützt das Projekt. Das ist mega, wirklich cool. Der Store ist mega. Und wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Das ist wirklich cool. Und ja, dementsprechend ist das für mich zumindest endlich. Ich werde gleich noch ein kurzes Fazit alleine machen. Und vielen Dank. Gerne.
So, ich habe mir die Bianca von Keep 7 geholt. Wir waren ja neulich bei euch im Store, bei der Store-Öffnung. Ja. Jetzt seid ihr bei der nächsten Store-Eröffnung. So schnell kann es gehen. Richtig. bei Kelzor. Und ja, sag mal so, du so als jemand, dem ja auch ein Store gehört und so, wie findest du es? Wie findest du das Konzept? Wie findest du die Idee? Wie findest du die Location? Sag mal was dazu. Ich lieb's, oder? Es ist mega. Also ich finde das mega interessant, weil gerade an diesem Store sieht man am Kelzor Café, wie unterschiedlich Konzepte sein können. Unser Fokus ist ja so dieses klassische, wir haben eine Eventfläche, wir haben den Einzelhandel, den Verkauf, ne, und so weiter und so fort. Und hier ist es halt wirklich Fokus. Es ist ein Café, es ist Einladen, du hast die Eventfläche, du zockst hier einfach, du kaufst dir ein kleines Stück Kuchen hier, trinkst deinen Kaffee, ne? Und ich lieb's. Man kommt rein, es ist offen, es ist hell, es ist vor allem modern. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil in unserer Branche ist ja auch viel so ein bisschen behaftet von wegen, hey, du gehst irgendwo in einen Keller. In den Keller, genau. Und hier kommst du rein und denkst so, wir sind da, wir sind am Start und das finde ich total toll. Natürlich gibt es auch hier den Verkaufsteil, schön modern, in offenen Regalen, wo du so deine Schätze siehst. Das sehr gelungen, Daumen hoch! Daumen hoch. Ja, nee, ist auch sehr cool. Also ich habe es auch mitgekriegt, die Leute sind auch super, super happy damit und das Konzept geht auch wirklich auf. Ja. Und also das finde ich schon sehr spannend, weil so kenne ich es tatsächlich in Deutschland noch nicht. Wenig gehört, muss mal gucken, ich auch sagen. Wie es so weitergeht in anderen Stores. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie wir bei Keep 7 waren, unten in der Videobeschreibung findet ihr sowohl den Store wie auch das Video. Und ihr guckt das Video vom Kelzor Store, also kann ich die nicht verlinken. Dementsprechend gucken wir mal weiter rein. Kurzes Fazit. Ich bin platt. Ich bin ultra platt. Es war mega geil. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt noch Pre-Release gespielt, bin Erster geworden. Also diese komische Sphinx aus dem neuen Set, die ist insane. Mega geil. War sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, hier beim Kelzor Café zu sein. Mega, mega Event. Ich komme gerne wieder. Es ist wirklich, wirklich wahnsinnig geil. Die Location ist der Hammer. Die Leute sind der Hammer. Ich habe hier nur geile Leute kennengelernt. Und sehr, sehr, sehr geil. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, seid mal, wenn ihr in der Gegend seid, könnt ihr gerne mal zum Kelzor Café gehen. Und ansonsten würde ich sagen, abonnieren, liken, meine Patrons. Ich liebe euch alle. Vielen Dank, dass ihr mir sowas hier unterstützt, dass ihr sowas hier für mich machbar macht. Klingt doof, machbar macht, was ist das so? Und vielen, vielen Dank. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das machen unter Patreon.
patreon.com/mtgblackset. Wenn ihr da irgendwie drei bis, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wohin die Tiers gerade gehen, von 30 Euro, glaube ich, mich unterstützen wollt und eine Kleinigkeit von mir teilweise dabei bekommt oder eben hier zumindest auf dem Kanal gezeigt werdet. Macht das gerne, wenn ihr es nicht könnt. Ist nicht schlimm, macht trotzdem Daumen nach oben, abonnieren und liken und teilen, allen Leuten zeigen, was das hier für ein geiler Laden ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.